Mir fällt ja nichts zu ein gerade hier. So sieht's hier gerade zu Hause aus. Das war doch wohl nicht ihr, oder? Und ich habe auch gesehen, dass im Büro. Habt ihr den zufällig zum Campen mitgenommen? Oh, der ist weg. Irgendwie ist da hinten auch die Tür offen. Habt ihr die offen gelassen? Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr habt gerade unten gesehen, das ist ein bisschen unordentlich ist, dass er quasi eingebrochen wurde. Dass sich allerdings hier um einen Prank handelt, werde ich gleich meine Eltern anrufen. Die Situation hier, wie sie gerade aussah, ein bisschen schildern. Und dann werden Chrissy und ich einmal auch zu denen hinfahren, denn die sind gerade noch irgendwie campen. Das war schon ein paar Tage länger. Sprich, die waren ein paar Tage nicht zu Hause. Ich dafür jetzt schon, aber die wissen gar nicht, dass ich hier bin. Ich würde sagen, wir rufen direkt mal an. Ein bisschen Schiss vor der Reaktion. Ich habe Angst, dass sie nachher irgendwie, weiß nicht, die Polizei oder sowas rufen wollen. Ich hoffe natürlich nicht, aber ich würde sagen, let's go! Leute, wir sind auf dem Campingplatz. Ich würde sagen, ich rufe Mama an der Stelle schon mal an einfach. Okay, ich muss mich zusammenreißen und ein bisschen aufgeregt tun natürlich. Ich denke, jetzt sind wir natürlich noch zu Hause, aber wir sind echt beim Campingplatz. Okay, es wird schon langsam. Ich hoffe, sie geht dran. Ich hoffe, die machen gerade eben nichts Wichtiges. Ja? Na? Na? Hast du, habt ihr gerade kurz eine Sekunde? Ja. Ich bin gerade zu Hause. Ist das. Wart ihr da irgendwie auch gerade oder so? Nee. Nicht? Warum? Gehört das so aus dem Fenster? Also im Wohnzimmer war die Tür offen. Oder war alles ein bisschen durcheinander? Das wart nicht ihr, oder? Oder wart ihr das? Wir sind auf dem Campingplatz. Bist du ja, aber Papa war doch kurz nochmal zu Hause, oder nicht? Ja, heute Morgen. Hat er irgendwie die Wohnzimmertür offen gelassen? Und ein bisschen. Die Wohnzimmertür offen gelassen. Nein, er sagt nein. Okay. Da war alles. Also. Ich komme gleich, okay? Ich komme gleich kurz vorbei. Ich filme das hier mal ganz kurz, wie es aussieht. Und zeig euch das mal, okay? War da jemand drin oder wie jetzt? Verstehe ich gerade nicht. Naja, also wenn. Ihr das nicht wart? Also ich war sowieso auf dem Campingplatz hier die ganze Zeit. Ich komme gleich mal kurz vorbei, okay? Vielleicht war das Papa, hast du kaufen oder? Aber guck mal, auch also ich weiß nicht wieso das so war, aber der iMac stand da nicht mehr, ne? Ein Glück ist die Schrottmühle jetzt nicht weg. Wie, also fehlt da jetzt was oder wie jetzt? Ich habe nicht genauer geguckt, ich bin gerade eher echt übelst überrascht darüber, wie das hier aussieht. Kannst du mir das mal bitte aufnehmen und mach schicken? Ich komme einfach direkt zu euch, okay? Ich weiß nicht. Vielleicht fahre ich auf dem Weg nochmal bei der Polizei kurz vorbei. Okay. Was wollen wir denn machen, wenn das ein Einbrecher war? Ist die Eingangstür zu? Die ist zu, aber die Wohnzimmertür, die war irgendwie auf. Okay. Ich komm mit Chrissy kurz vorbei, okay? Ja, okay. Alles klar. Könnt ihr denn was mitbringen? Was mitbringen? Bei uns wurde gerade eingebrochen. Was soll ich da mitnehmen? Das ist gerade so praktisch. Soll ich dir mal was sagen? Was? Also nur so, wir haben einbruchsfeste Wohnzimmertüren. Da kann man nicht einbrechen. Und warum das war die auf? Hast du dich aufgelassen, weil du ja da warst. Wir kommen kurz vorbei, okay? Und in welchem Zimmer ist denn Chaos? Wohnzimmer und Büro ein bisschen. Schlafzimmer nicht? Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ich war da nicht. Also, wie gesagt. Kannst du bitte das kurz filmen oder die fahren nach Hause? Kannst du bitte das mal aufnehmen, damit ich. Mach ich. Ich ja. Die Polizei an. Nein, mach das nicht, ich mach das, okay? Ich bin doch gerade hier. Ja, los, da ja, mach ich, bis gleich. Okay, bis gleich. Ich beeil mich. Ciao. Was wollte Mama, dass sie noch was mitnehmen oder was? Und so lange. Oh. Ja, ich. Nimm mal. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich zeig Mama gleich kurz das Video. Ich habe das grobe Gefühl, dass Papa mich nicht ganz ernst genommen hat. Ich weiß nicht wieso. Ihr habt Einbruch in eure Türen. Aber ich glaube, Mama, die ist bei sowas sehr schockhaft, sagen wir es mal so. Die glaubt mir das gerne. Wir gehen mal direkt dahin. Ein bisschen langsamer. Aber ich würde sagen, let's go. Mal schauen, wie es bei den Nächten aussieht. Los, warte, Mama. Kann ich dir kurz zeigen, was da abging? Guck mal. Soll ich dir mal kurz mal was auf. Du hast gestern in Ashs Zimmer das Fenster aufgelassen, was ich aber schließen musste. Hast du es sicher zugemacht? Hier, das Fenster nicht zugemacht. Und ich habe dir nur geschrieben, warum ist bei Ash das Fenster offen? Und wenn ich da gewesen wäre, wäre es bis heute noch offen. Habe ich das halt wieder vergessen? Irgendwas anderes noch? Du hast da doch ein Stick drauf genommen. Du hast gesagt, das Wohnzimmerfenster ist auf. Wir waren Blumengießen noch. Vielleicht haben wir das Wohnzimmer auch aufgelassen.
dass ich dich umbringe. Ja, vielleicht sind sie gar nicht richtig eingebrochen, sondern warst reingegangen. Warst du jetzt bei der Polizei oder nicht? Ja, ich war da. Zur Anzeige gestattet? Ich habe gesagt, dass er eingebrochen wurde und die wollten es einmal angucken. Ich weiß nicht, was da ist. Da ist ja keiner da, der sich das anguckt. Also, ich meine, wir müssen ja da hinkommen, lass da hinfahren. Wir müssen los. Soll ich die sonst nochmal anrufen, sagen, dass sie später kommen sollen? Moin! Fahren wir dann mit euch mit? Ja, komm. Sie kommen auch mit? Ja. Oh Gott, ist das warm hier drin. Schnucki, komm. Ich komm doch nicht mit. Doch, doch, kommt alle rein. Ja. Willst du nicht nach vorne gehen? Echt. Wolltest du nicht? Also, ja, aber ich muss lüften. Ach so. Wir brauchen lüften, wir müssen los. Komm jetzt. Mann. Chrissi, einsteigen. Ja. Ach so, Tür zu, ne? Können wir jetzt irgendwie uns beeilen? Ich kann ja nicht so schnell fahren. Ja, egal. Schrittgeschwindigkeit, 5 km/h. Ey, was ist mit Ash? Haben wir dem gesagt, dass wir wegfahren? Ja. Wollten wir dem vielleicht mal sagen, dass wir losfahren? Wir müssen jetzt wieder zurück, was denn hier? Nein, keine Ahnung. Wir haben ein Handy, wir können ihn anrufen. Hey Mama. Ja, bitte. Übrigens. Da wurden wirklich Sachen geklaut. Also der iMac ist weg. Die Tür ist kaputt. Das ist unglaublich. Und das war alles verwüstet da. Hey, guck mal hier. Mama, guck mal. Papa hat guck doch mal. Was denn? Dein Handy zeigst du mir gerade, oder was? Guckst du? Genauer? Du bist bescheuert. Ich glaube, ich nehme ja. Hä? Sag jetzt nicht, dass du wieder hier uns rein. Wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Nach Hause, ne? Wir müssen jetzt eine Stunde nach Hause fahren. Du hast gerade gesagt, wir müssen nach Hause jetzt, weil da was verwüstet wurde. Das ist ein Glück, Mann. Was ist denn jetzt? Verarscht voll, aber voll. Ja, toll, da haben wir jetzt wieder schon mal. Toll. Ja, ich fahre in Runde gedreht hier. Guck mal, wir können eine kleine Ehre. Also war jetzt gar nichts, oder was? Weiß warum machst du das? Chrissi, war da jetzt irgendwas? Und hast du? Dann war das? Hast du das alles verwüstet? Ja. Hast du es doch aufgeräumt? Ich kann mal ganz kurz zeigen, wie wir es verwüstet haben. Die arme Deko. Mama, ich wollte, also, mir fällt ja nichts so ein gerade hier. So sieht es hier gerade zu Hause aus. Das war doch wohl nicht ihr, oder? Oh, und der ist weg. Kann man das Ganze erstmal also wieder aufräumen? Ja, ich guck dir dabei zu, wie du es aufräumst. Du hast es auch unordentlich gemacht. Fahren wir jetzt eigentlich hin? Also jetzt mal Real Talk. Ich meine, ich hab das gerade nicht hier gerade aufgeräumt. Bring dich zur Polizei und gehörst du dir mal einen Knast jetzt. Ich? Ja, wegen... Einbruch? Andauernder Verarschungsgefahr. Das ist mir eigentlich, also ich glaube, Papa hat es mir nicht geglaubt. Ich glaube, du hast mitgespielt. Ja, nee. Aber Mama, warst du erschrocken? Am Anfang schon. War doch schön, oder nicht? Mhm, war sehr schön. Und ich hatte panische Angst. Ey, das glaubt dir eh keiner. Ich glaub's dir auch nicht, dass du panische Angst hattest. Du wusstest wahrscheinlich von vornherein, dass ich verarsche. Ja, glaub ich. Oh, hey, das... Was macht Ash denn hier? Frag doch mal, ob Leine da ist. Eine Forelle? Moin! Ist eine Forelle da? Kein Mittagessen für uns. Mist. Wir müssen uns einen eigenen Fisch fangen. Wir wollten nach Hause. Nein, Video gedreht. Wir wollten nach Hause fahren. Ja, wir fahren alle nach Hause jetzt. Ihr bleibt hier. Nein, wir fahren jetzt nach Hause. Ey, wieso halten wir hier an jeder Ecke an? Der ist voll nett, das ist das Schiff. Ach so. Wollen wir mit dem auch mal geklaut? Ich hab kein Geld jetzt hier mit. Ich auch nicht. Haben. Hab ich euch auch geklaut? Das Geld wurde auch geklaut. Ja, das habe ich euch auch geklaut, euer Geld. Welches denn? Ich habe doch überhaupt keins. So, da sind wir wieder beim Wohnwagen. Schubst dich ins Wasser, Jens. Ich war gerade schon im Wasser. Hier ist gar kein Wasser. In den Wald und dann kommst du da unten durch ins Wasser rein. Da soll ich runter? Ja, genau. Nee, ich war außerdem gerade eben schon im Pool bei uns. TikTok gemacht. Cool, das ist ein Schwimm-Planschbecken. Ja, dann war ich halt. Willst du uns einen richtigen Pool holen? Ja, wollte ich. Was stellst du dir unter richtigen Pool vor? Also was Größeres, was Chris hier hat. Darf ich bestellen? Ja. Wir
wollen jetzt Forelle. Dürfen wir uns was klauen vom Essen? Ja. Und übrigens, Leute, ich glaube, Ash, der muss übermorgen wieder zur Schule, ne? Ja. Leute, schreibt mal an der Stelle rein, wann müsst ihr wieder zur Schule? Und ich würde sagen, mal schauen, vielleicht klauen wir uns noch was zu essen hier. Wir haben nichts, geh weg. Ich meine, eingebrochen wurde ja genug heute schon. An der Stelle würde ich sagen, was ist auch hier von mir und diesem Prank? Ich fand, das war richtig lustig. Schreibt mal rein, wie ihr den Prank fandet. Ich würde sagen, an der Stelle war es auch von mir und diesem Video. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da vergesst nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Bei meinem Merch vorbeizuschauen, ist der erste Link übrigens in der Videobeschreibung. Zweiter Link für die Handyhüllen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Max und ciao!